Bälle und deine Welpen werden dir folgen. Ja, leider nur noch zwei und keine drei mehr. Und wir haben schon wieder einen Hinweis zu unserem Jungen. Nacht 28. Und die Falle ist schon wieder da. Das schaut so süß, dass wir das einfach auf den Bauch rauf hinfallen. Einmal so patsch. Schon mega cute. So. Einmal ein bisschen Fisch, was irgendwie aber immer ausschaut wie Bären. Da ist es. Ist das nicht der Rucksack von dem? Ich könnte schwören, das ist der Rucksack, den er immer mit sich rumgeschleppt hat. Oh, den hat er weggeschmissen, weil Molly zusammengebrochen ist. Aber scheint dem Molly doch ein bisschen was zu bedeuten, wie es ausschaut. Aber es ist vielleicht doch der Vater. Vielleicht werden wir es noch rausfinden. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht können wir ihr ja sogar irgendwie helfen. Ich weiß zwar nicht wie, aber dass wir Molly retten und im Dank gibt er uns unser Junges wieder. Das wäre natürlich mega nice, wenn das irgendwie gehen würde. Okay, jetzt hat er sogar die Maske weggeschmissen. Der bittet um Hilfe, oder? Ich glaube, er bittet die anderen um Hilfe und die helfen ihm nicht. Da ist, glaube ich, nichts zu essen mehr drin. Weil das wird immer spannender hier. Da hustet jemand. Wenn es den Menschen schon so dreckig geht mit ihrem. Oh no. Wollte gerade sagen, wenn es den Menschen schon so schlecht geht mit ihrem Riechorgan und die Massen tragen müssen, wie wird es denn uns gehen? Aber Molly ist tot. Liebe verdient. Wir sind nicht böse, wir können Freunde sein. Oh Mann, wieso muss denn jetzt Molly sterben? Oh, das ist gerade mega traurig. Aber sie sah halt auch sehr krank aus. Sie konnte ja kaum noch stehen.
Arme. Leb wohl, Molly. Ich hoffe, du wirst in einer besseren Welt wiedergeboren. Kommt, meine Kleinen. Der ganze Wald gerodet, alles zerstört. Molly verstorben. Sollte ich noch nach was zu essen suchen? Oder brauche ich das nicht mehr? Nicht, dass meine Kleinen jetzt, wo wir wieder vereint sind, verhungern. Haust du wohl ab. Wenn einer Welpe hungert. Aber hier ist gerade auch nichts mehr zu essen. Warte, da ist was zu essen. Es ist egal, es geht gerade um meine Kleinen. Nicht, dass sie verhungern. Okay, das schaut schon mal wieder besser aus. Und wir müssen in die Haie. Oh ja, 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 ja. Ah, Meister Dax, danke schön, danke schön. Das brauche ich jetzt noch, dass meine Kleinen, jetzt wo ich gerade mein drittes wieder habe, hops geht. Ab in den Bau. Deine Welpen brauchen Zeit oder Zuneigung, um sich von schrecklichen Situationen zu erholen. Na du? Schön, dass du wieder da bist. So, jetzt ist aber mal gucken. Molly ist weg, wir haben unser Junges wieder. Die Frage ist, was ist denn jetzt noch unser Ziel? Weil wir haben ja unser Kind wieder. Das ist eine gute Frage. Müssen wir noch irgendwo hin? Die Jäger sind wir ja theoretisch jetzt auch los, oder? Oder ziehen wir jetzt einfach nur noch unsere Jungen groß? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Dann lass mal hier runtergehen, beziehungsweise können wir mal die Dachsbau benutzen? Wow, 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 wow. Die Falle war neu.
Wir müssen sowieso hier runter. Wei, oh wei. So, hier ist nichts zu essen mehr. Wenn wir jetzt hier durchgehen, wo kommen wir denn da raus? Weil wir haben ja jetzt mehrere Durchgänge. Why? Das ist ja komplett. Jawohl. Wenn wir jetzt hier runtergehen und da lang und dann da, dann ist das aber trotzdem am Arsch der Heide. Hier brauche ich eigentlich gar nicht lang gehen. Okay, dann gehen wir jetzt einfach komplett runter und schauen mal, ob es da irgendwas gibt oder nicht. Hier schon mal was zu essen. Und da höre ich schon wieder so eine böse Eule, die mir schon wieder meine Jungen wegnehmen will. Wo ist sie? Ich habe ein bisschen Angst. Ich höre sie, ich sehe sie aber nicht. Ich würde halt jetzt mal interessieren, was der Jäger macht. Ob der jetzt komplett alles aufgegeben hat oder. Oder sich vielleicht gegen die anderen Jäger wehrt, weil er jetzt gemerkt hat, dass wir ja gar nicht so böse sind. Ich habe keine Ahnung. Da ist ein Dachsbau. Wo sind wir gerade? Okay. War schon wieder so eine blöde Falle. Kann das irgendwie fix klein machen? Okay. Überhüpfen kann ich da aber auch nicht. Okay, wenn ich jetzt hier lang gehe und. Okay. Da kann ich nicht. Oh. Verdammt. Okay, dann müssen wir andersrum. Und wir brauchen langsam schon wieder was zu essen. Aber hier ist irgendwie nirgendwo mehr was. Ist da ein Teddy? Da ist ein Teddy. Wurde sie da begraben? Wurde da Molly begraben? Da hoch? Es sind gerade auch keine Menschen mehr da, gell? Also zumindest nicht so wirklich, warte. Hier runter? Nein. Wieder hoch. Ah, da lang, da lang. Okay, warte. Wir müssen hier lang. Nochmal hier durchbuddeln. Das Problem ist irgendwie, dass es hier nirgendwo mehr Essen gibt. Also irgendwie ist mit den Menschen das Essen verschwunden. Nö, 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 nö. Ich glaube nicht. Hat sich auch das Leben genommen.
Maul. Er hat Molly begraben und hat dann sein Leben am Ende gesetzt. Das ist hart. Jetzt tun sie mir leid. Er hat's geschafft, dass er mir leid tut. Das ist auch ein Jäger. Scheiße. Warte, wir müssen aber da runter machen. Wir können da runter. Aua. So, und da sind die anderen. Ich zeig nochmal kurz die Karte, wenn wir jetzt hier runter. Spiel reagiert. Lass zumindest noch ein bisschen was da essen. Noch mehr essen? Wieder ein bisschen überreizt. Was tut man nicht alles für die Kleinen? Aber die Nacht ist auch schon wieder vorbei. Wo sind wir jetzt? Okay, weitaus näher dran. Wir müssen jetzt einmal hier. So zeigt er nach da. Da lang. Okay, ich folge einfach der Beschilderung. Ich schaue auch ein bisschen aus wie so ein Häufchen Elend, ehrlich gesagt. Okay, jetzt humpel ich wenigstens nicht mehr. Die hatten da gerade alle Flaschen. Alles nur noch im Suff zu ertragen. Habe ich hier noch irgendwas Leckeres zu essen? Toll. Eine zweite Tüte übergestülpt. Na super. Danke auch. Mein Gott. Tippen wir halt ganz gemütlich in die Falle rein, oder? Aber jetzt ist ja der Weg danach weg, hoffentlich. Mann. Selten dämlich. Da kriegen wir Meister Dax mal ein bisschen was zu essen. Meister Dax hat auch eine Halskrause. So. Jetzt geht's unseren Kleinen zumindest wieder sehr gut. Gar kein Jäger mehr auf der Pirsch. Es ist da immer einer vorbeigegangen am Haus, aber diesmal nicht. Interessant. Not so cool. Haut ab da! Oh! Wow, die Dachsfamilie! Ah! Die Dachse sind davon geschwommen. Schnell hinterher, Mama. Schnell. Komm. No way. Please, no. No.
Echt jetzt? Echt jetzt? Das ist nicht dein Ernst. Boah. Boah. Das war böse. Oh. Hör doch mal auf damit. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich lebe noch. Ich höre auch meine Kleinen irgendwo. Da sind sie. Warte. Oh, Alter. Entwickler, schockt mich nicht so. Ich dachte jetzt echt, das war's. So, Ende. Mama ist tot. Die kleinen drei, die sind jetzt halt weggetrieben. Vorbei. Das war Extinction. Endling Extinction. So rum. Wie hat euch das Spiel gefallen? Wow, wie mies. Okay. Euch geht's gut? So halb irgendwie angekommen? Da hinten ist eine komplette Menschenwanderung und wir sind jetzt irgendwie in der Wüste gelandet. Was ist denn jetzt passiert? Kompletter Weltuntergang oder was? Es ist komplette Überflutung und das geschieht dir recht. Das geschieht dir sowas von recht. Du hast meinen Fuchs, mein Baby, umgebracht und gefressen. Das geschieht dir so recht, dass du da tot am Boden liegst. Der Dachs? Tut mir leid. Boah. Zusammenreißen. Zusammenreißen. War das hier alles mal Meer? Weil es ein Schiff, oder? Also, lass mir in Ruhe. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Alter. So keine anderen Probleme. Wäre es jetzt noch gewesen, wenn er einfach mit der Rapude auf uns geschossen hätte, wo wir hier vor uns hinken und versuchen irgendwie zu überleben. Kommt der dann an und macht doch Ktu. Das war endlich. Ah, das Spiel macht mich fertig gerade. Na komm, Kleiner. Warte nur kurz auf dich. Oh, Kleiner.
her. Nicht aufgeben. Da ist Ducks Mama ohne Baby. Wir werden auch immer schwächer, habe ich das Gefühl. Wir werden langsamer, kann das sein? Wir kommen da nicht rüber. Doch. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich dachte gerade, wir müssen es zurücklassen. Ich weiß nicht, was ich denn getan hätte. Ich glaube, ich wäre denn damit gestorben oder so. Ich weiß es nicht. Ich hätte denn mit meinem Körper irgendwie eine Brücke gebaut oder so. Im Hintergrund ist eine riesige Brücke, die jetzt anscheinend nicht mehr notwendig ist, wenn hier alles ausgetrocknet ist. Haben die Menschen hier gemacht. Da bekommt man nur noch Gänsehaut, was sie mit dieser wunderschönen Welt gemacht haben. Boah, Alter, ihr in der Wichser. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Durch da, los. Oh, verreck einfach. Tut mir leid für diese Ausdrücke, aber der soll einfach verrecken. Ein Schuss. Sehe ich das richtig? Durchs Bein, durch in den Bauch? Kann nicht gut enden. Oh Mann. Kümmere dich gut um meine kleinen Ducks. Ich werde es nicht mehr schaffen. Ich hasse so eine Enten, habe ich das schon mal gesagt? Ich möchte eigentlich auch immer nicht so weinen vor Kamera und so weiter, aber... Boah. Dafür bin ich zu sensibel.
Dann kriegt man so einen richtigen Hass auf die Menschen. Musste das jetzt sein? Was hat denn der Fuchs getan, dass man den jetzt erschießen muss? Was hat er getan? Stehe ich nicht. Der wollte nur überleben, der hatte 3 Kinder. Der hat niemandem was Böses getan, wieso musste der den jetzt erschießen? Aber trotz allem, trotz dass ich hier gerade Rotz im Wasser heule, wunderschönes emotionales Spiel und wunderschöne Grafik, wunderschöne Musik. Ich muss hier nach dem erstmal irgendwas Lustiges gucken oder so. Das tat gerade im Herzen weh. Ich hätte diesen Jäger am liebsten gerade selber umgebracht, mit beiden Händen einfach so. Sehr gutes Spiel. Sehr gutes Spiel. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Spiel gefallen hat. Ob ihr auch jetzt Rotz im Wasser heult. Ich würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr einen Daumen für mich nach oben drückt. Oder gerne auch ein Abo da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und muss mich jetzt erstmal wieder beruhigen irgendwie und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei hoffentlich vielleicht wieder irgendeinem schönen Spiel. Mal schauen. Wir werden sehen. Also macht's gut, bleibt gesund und wir hören und sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Gott! Leb wohl, Mama. Leb wohl.